Es ist überall um uns herum, sogar hier im Ausflugslokal. Du siehst es, wenn du aus dem Fenster schaust oder den Fernseher anmachst. Du kannst es fühlen, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du deine Steuern zahlst. Es ist die Welt, die dir gezeigt wird, um dich für die Wahrheit blind zu machen. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist. Wie jeder andere bist du in die Sklaverei geboren, ein Gefängnis, das du nicht riechen oder schmecken oder fühlen kannst, ein Gefängnis in deinem Verstand. Die Farbe, verzeih mir die Unmöglichkeit, das adäquat zu beschreiben, versickerte durch Ritzen und Spalten im Gefüge der Wirklichkeit. Und in diesen Ritzen und Spalten spürte ich das zuckende Gedärm hinter der Welthaut. Die grauen Herren erinnern daran, nicht wahr? Ende Art hat einiges. Aber sie tauchen nicht einfach auf, kommen nicht aus dem Nichts, um sich an Stundenblumen fettgeraucht zu vermehren wie die Bazillen. Wir standen in einer Menschenmasse, grau und unwürdig, das Leben tröpfelte nicht, es strömte aus ihr heraus, in breite Rissen zwischen den Welten. Und Martin griff hinein und weitete einen von ihnen auf. Das Schlüsselloch einer Besenkammer mit dem Kreuzrippengewölbe des Doms auf der anderen Seite. Wie soll einer, der nie anderes als die Besenkammer sah, der nur Besenworte und Lappensätze, nur Spüleimer, Gedanken und Wischmopptaten kannte. Der Geruch von Petroleum und heißem Metall mischte sich in den modrigen von Nässe, Fäulnis und Pilz. Martin schien jeden Stein zu kennen, jede Biegung, jede Abzweigung. Immer wieder schloss er die Laterne und wir standen in völliger Finsternis. Ringsum tropfte ein seltsames Glockenspiel, ich wagte kaum zu atmen. Ich spürte die Formen des Felsens, ahnte, sah fast seine schiefgebrochenen Winkel und Flächen. Tief unten im Berg spürte ich etwas. Ein Ziehen, ein Sog, ein saugender Strom des Schicksals. Weiter! Wir krochen durch einen Gang so eng, dass man sich wie ein Wurm hindurchwinden musste. Der Eingang verborgen unter Schutt. Immer tiefer hinab, verbogenes Metall, Streben, Kräne, zerrostete Fließbänder, noch tiefer. Eine schlammige Treppe führte endlos in die Tiefe, die Stufen zu hoch für Menschen. Mühsam kletterten wir von einer zur nächsten. Die Spuren der Meißel, sonst überall an Wänden, Boden und Decke, fehlten völlig. Glatte Flächen standen in absonderlichen Winkeln zueinander. Je tiefer wir kamen, umso riesiger die Flächen. Eine unterirdische Stadt der Zyklopen, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden verlassen. Ist das Gesang? Still! Martin schloss die Blendlaterne. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis. Grüner Schimmer kam von unten herauf. Wir müssen jetzt ohne Licht weiter.